Hallo Leute, willkommen bei diesem Sims 4 Tresor Video. Im neuen Pack Werde berühmt gibt es einen Tresor. Genauer gesagt eine Tür, die man als Tresortür nutzen kann und einen vollständigen Tresor, der ein Gameplay-Objekt ist. Wenn man den in sein Haus einbauen will, dann muss man da sozusagen so ein kleines Räumchen für bauen und ihn dann einfach so reinstellen. So, wir konzentrieren uns jetzt hier aber hier auf diesen freistehenden Tresor. Momentan ist er leer und man kann in den Tresor Geld legen, was ja ganz normal ist. Leg mal ein Simoleon da rein in deinen Tresor. Ja. Dann hat man hier so ein kleines Häufchen Geld. Damit kann man jetzt noch gar nichts anfangen. Immerhin sind hier schon so ein paar Goldbarren dazugekommen. Für einen Simoleon ist das schon ganz gut. Mal gucken. Wenn man hier draufklickt, kann diesen einen Simoleon wieder rausnehmen und man kann noch mehr Geld reinlegen und man kann ihn schließen und abschließen. Und wenn man auf diesen Tresor mit der Maus fährt, dann sieht man Simoleons im Tresor. Ein Simoleon sieht man da oben. Okay, jetzt legt mal noch mehr Geld rein. Legt noch mal 999 rein, damit es 1000 werden. So, da passiert jetzt noch gar nichts weiter. Jetzt legt noch mal 1000 rein. Okay. Na, irgendwann müsste der Haufen doch größer werden. Seltsam. Ich lasse ihn nochmal. Jetzt leg nochmal 2000 rein. Weil es gab noch irgendwie so einen mittelgroßen Haufen. Ja, das ist jetzt der mittelgroße Haufen. Das sieht nach mehr aus. Hier sieht man auch schon mehr Barren und Geldscheine und der Haufen ist halt größer. Man kann aber immer noch nicht mehr damit machen. Jetzt haben wir, glaube ich, 4000 drin. Ja, 4000. Und jetzt leg nochmal 1001 Simoleon da rein. Jawohl. Und jetzt haben wir einen richtig schönen großen Haufen. Das hier ist auch wieder mehr geworden. Und jetzt können wir mit dem Tresor eine ganze Menge anfangen. Nein, wir wollen nicht in die Lounge gehen. Jetzt können wir nämlich mit Geld spielen, Nickerchen in Geld machen, Geld aus dem Tresor nehmen, Geld in den Tresor legen und ein Techtelmechtel und ein Baby machen. Können wir da auch. Extra zu dem Zweck habe ich Patrick und Sandy als Ehepaar gemacht, damit die auch techtelmechteln können. Aber jetzt lassen wir ihn erstmal mit Geld spielen. Jetzt telefoniert er mit dem Geld. Oh, oh. Dag. So. Ganz begeistert. Es erinnert so ein bisschen an Dagobert Duck, der ja auch immer in seinem Tresor mit dem Geld gespielt hat, gebadet und geschlafen. Das waren aber immer Münzen. So, jetzt könntest du ein Nickerchen in Geld machen. Okay. Das ist also wie in den Laubhaufen und nee, nimm doch mal einen Urlaubstag. Da kann man ja auch drin schlafen und allerlei mitmachen. So, und jetzt steh mal wieder auf. Und die Sandy steht hier schon bereit, dass ihr nämlich ein Techtelmechtel in dem Tresor machen könnt. Ja. Und da wollen wir natürlich einen Screenshot von haben. So. Jawohl. Ja, prima. Erstmal ein bisschen knutschen, genau. Und dann, jawohl.
Ja, und die Interaktion ist ähnlich, wie man das schon kennt. Zum Beispiel vom Laubhaufen und so. Aber ich finde die Idee ganz lustig, in dem Geldhaufen zu techtelmechteln. Und das funktioniert ab 5001 Simoleons. Man kann natürlich auch mehr reintun, ganz klar. Wenn man sehr viel Geld drin hat, dann erscheinen hier auch noch, oi, 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 noch Ketten und sowas. Ja, jetzt geht mal wieder raus, ihr zwei. So, man kann den nämlich auch noch abschließen. Wir wollen ja niemanden einschließen. So, schließ ihn mal ab. Ja, du sollst nicht mit dem Tresor flirten. Jetzt ist er zu. Und hier oben. Mal gucken, wie man das sehen kann am besten. Hier sind solche Laserstrahlen drin. Ist also sehr gut verschlossen und gesichert. So, und jetzt kannst du ihn wieder aufschließen. Ich guck mal, ob auch Sandy ihn aufschließen kann. Sie kann ihn auch aufschließen und öffnen und sie kann ihn auch knacken. Probier mal, ihn zu knacken. Da braucht man bestimmt Geschicklichkeit für. Oh, er ärgert sich jetzt. Man braucht es auch nicht gleich ärgern. Mal gucken, ob es ihr gelingt, den zu knacken. So. Naja, sie ist gleich fertig. Ich wollte gerade beschleunigen. Oh. Okay, er ist auf, aber möglicherweise auch kaputt. Und kannst du jetzt hier was machen? Jo, sie kann jetzt auch die ganzen Aktionen machen. Also es ist ihr gelungen, den zu knacken. Das ist doch ganz witzig. Ja, ich denke, wir haben die wesentlichen Funktionen von diesem Tresor gesehen. Jo, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.